Würdest du sagen, dass ein Jagdgewehr-Headshot geiler ist als ein Orgasmus? Nö. Warum? Weiß nicht, was für einen Orgasmus du hast. Scheiße halt, Alter. Scheiße, was soll ich sagen? Yo Leute, was geht? Aktiven moin Mittag, oder Monte? Ganz genau, super. Willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist der liebe Monte. Ich hätte fast gelacht gerade. Jenkins. Und Brox. Moin. Ja, super. Lass mal nach Pleasant gehen, Jungs. Wir werden wieder eine Runde Hide & Seek spielen. Monte, derjenige, der sich am besten verstecken kann von allen. Jungs, seid ihr motiviert? Ja, oder nicht? Sowas von. Monte, das erste Mal, dass ich mit PC-Leuten zusammen spiele, Digga. Ja, das stimmt. Aber wir haben jetzt zwei PlayStation-Spieler und zwei PC-Leute. Also hier ist echt gerade ausgeglichen, wirklich. Jenkins meinte, Pleasant Park wäre safe, gut zu verstecken. Ist das so? Ich hab's letztens gezeigt und das hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, ja, stimmt. Wir bauen erstmal in der Mitte. Lass erstmal ein bisschen in der Mitte noch diesen Pavillon wegreißen, dann noch ein Haus bauen, ein größeres oder sowas. Bruder. Was ist denn jetzt schon wieder los, Monte? Ich hab gerade übelst gefreut, dass ich Lava gefunden habe, da ist mir eingefallen, dass ich spiele. Der Gierige. Ich würde sagen halt, also wirklich alles im Pleasant Park, auch draußen und drin. Aber alles, was halt außerhalb der hinteren Häuser ist, würde ich halt sagen, ist schon wieder raus. Jetzt kommt hier mal ein bisschen Minecraft. Monte, hast du Bock auf eine Runde Master Builders, Digga? Und warum bist du gerade gestorben? Wie ist das passiert? Ich weiß auch. Reden wir nicht drüber, oder? Besser nicht, Digga. War einfach mal wieder belasten, man kennt ihn. Der Fettfinger, du kennst ihn. Was wollt ihr denn da jetzt machen, genau? Wir bauen gerade ein Haus. Ja. Wo man sich da drin versteckt man sich. Nein. Monte. Ja, ich kenne so nur ein Verstecken, nicht so in diesem Billo-Format, wie du es gerade machst. Hey, was? Was heißt denn hier Billo-Format? Digga, nur weil du Private-Lobby hast, Alter, und 20 Leute mitspielen lassen kannst, ich hab halt nicht mehr als der normale Spieler, Monte. Ja, da muss man ein bisschen mehr lutschen, Digga. Digga, ich will aber nicht lutschen, Alter. Ich will nicht. Da hat mir Jodi auch was anderes erzählt, Digga. Oh, Junge, belastendes Thema. Okay, also, ich würde sagen, Haus in der Mitte steht soweit. Was, sieht super aus. Hä? Was macht ihr hier draußen? Was ist das hier? Ich frage mich das gerade auch. Was machst du hier, Jenkins? Hä, lass das mal. Was ist denn das? Was habt ihr hier gemacht? Ja, Bruder, was soll das sein? Mann. Was soll das werden? Das soll schön aussehen, Alter. Hä? Wie soll das denn schön werden damit? Mann, wenn ihr das kaputt macht. Hä? Versteht man ja gar nicht einfach. Ey, Jenkins, ich hab überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ne? Jetzt kommt mal hier rein. So. Wo soll man jetzt gesamt Pleasant verstecken oder was? Oder wie? Genau. Jenkins, ich raff nicht, was du hier gebaut hast. Ist ja mal sauhässlich. Ja, weil ihr mitgebaut habt, Alter. Hey, was ist das? Okay, ich würde sagen, wir da Pleasant... Ja, doch, ich würde sagen, ohne editieren, oder? Also, dass man sich halt nicht irgendwo reinbauen darf. Ah, passiv. Also, ich glaube, das ist zu krass, Digga. Weil, ganz ehrlich, schau mal, du kannst dich hier so heftig in Pleasant einbauen. Ich finde das ein bisschen zu krass. Ich würde sagen... Aber auch, ohne Dingens, ohne Bauen auch. Ja, doch, das können wir machen. Ah, okay. Okay, Jungs, pass mal auf, ich suche mir eine Waffe. Ich bleibe hier vorne bei diesem hässlichen Haus, Digga. Jenkins, es tut mir leid. Ich verstehe absolut nicht, was das sein soll. Wirklich nicht. Hä, wo seid ihr denn alle jetzt? Ich bin bei diesem mittleren Haus, das du hier missbildet hast, Junge. Du hast das kaputt gemacht. Okay, ich gehe kurz zu Dena. Monte, Dena Haus, für dich zur Info, ist dieses Haus, das was so reich aussieht. Dieses Architektenhaus. Nur noch mal ganz kurz, wir dürfen nicht editieren. Genau. Ihr dürft euch aber theoretisch einbauen. Ja, also wollen wir mit einbauen machen oder nicht? Was sagt ihr? Ja, also was heißt einbauen? Hm. Ich würde sagen, erste Runde erstmal nur Häuser und sowas und dann gucken wir weiter, okay? Okay. Okay, ich zähle runter von 20, 20, 19, 18, nächste Leaf. Nächst Möf, nächst Käse. 14, 13, 10. Alles klar, Digga. 1, okay, ich komme. Oh, hier ist eine goldene Scar. Die nutze ich gleich, um Monte damit ins Gesicht zu schießen. Brauche ich nicht. Ja, das werden wir dann sehen, du. Das werden wir dann sehen. Okay, eigentlich muss ich ja nur gucken, welche Häuser gelootet sind und welche nicht. Ja, hier ist ja alles noch nicht gelootet. Hier ist ja keiner drin. Also, so wie ich kenne, ihr kriegt direkt Gieranfall und gönnt euch die ganzen Sachen, die da drin waren. Hier ist auf jeden Fall gebaut worden. Das gefällt mir schon mal nicht. Okay, Jungs. Also ich call jetzt schon mal, wer bei Fritz den freiwilligen Keller setzt, der ist auf jeden Fall echt weird. Wirklich. Hä? Du wirst sowieso niemanden finden. Das ist richtig schwer. Pleasant ist ja ultra schwierig, Alter. Dreh dich mal ein bisschen an. Okay, ich versuch das, ja? Ich geb mir wirklich Mühe. Nebenbei. Oh mein Gott, Junge. Ich hab extra die Schrotflinte da hingelegt, damit du... Oh, Digga. Gutes Play. Okay, Jenkins, hilf mir suchen. Ja, okay, ich komme. Aber das war gut. Sonst hätte ich eigentlich, ich hätte da nicht runter geguckt sonst, ne? Hast du mich gehört, ja, ne? Ja, ich hab dich gehört. Okay, war in dem Haus noch wer anders drin, Jenkins? Safe nicht, oder? Keine Ahnung, ich hab die anderen nicht gesehen. Ey, Monte hängt bestimmt in der letzten Ecke, Alter. In irgendeiner Ecke, die er in seinen Kastenlobbys schon seit 10.000 Games hat ausprobieren können, Junge. Also erstmal verstecken sich die Leute vor mir und ich verstecke mich nicht vor denen. Ich weiß, ich kenne die ganzen Verstecke. Ja, die kenne ich doch. Hey, wer ist hier oben? Oh, Jenkins.
Ich dachte, nee, ich bin hier oben, ich bin hier oben. Also wenn du mich findest, ist es nicht schlecht. Aber Jenkins war auch schon gut versteckt eigentlich. Ah, das Scheiße. Hast du ihn? Ja, ich weiß. Wo ist der? Fuck. Hier bei mir unter der Treppe. Setz mal einen Marker. Ich hab diesen Müll davon nicht abgebaut. Warte. Wir haben alle Häuser durch, Jungs. Bist du ehrlich? Du warst ja auch eben in dem Haus und dann hab ich ihn gefunden. Ja, eben. Also ich glaube, also kann auch sein, dass ihr Sauertag auf mich seid, aber wir durften nicht editieren und nur in bestehende Elemente uns verstecken. Oder das habe ich gemacht. In ja. Pleasant, ja, ja. Ja, also nee, ich chill gerade in Tilted, Bruder. Er ist einfach weggelaufen. Warte. Ich habe ihn. LOL, okay. Monte! Ey, das bin ich. Oh, LOL. Auf. Oh, LOL. Oh, Mann. Ich dachte so, hey, ich höre einen. Muss ja Monte sein. Ist einfach Box. Oh mein Gott, vielleicht sitzt er in irgendeinem Baum. Guck mal in die Bäume, Ja, tatsächlich, ja. Guck mal in die... Hab ihn. Was? Hab ihn. Ja, hör mich. Hä, wo? Im Baum, oder was? Im Baum, tatsächlich. LOL, Digga, was, Alter? Champion, Digga. Bei mir in den Folgen ist es verboten. Jawohl. Er denkt, ist so. Ja, wollen wir Bäume schon rausnehmen, oder? Deswegen, ihr habt es ja nicht gesagt. Okay. Monte, ja. Willst du suchen? Grab dir ein bisschen Gear. Nö. Okay. Nö. Wer hat euch zuerst gefunden? Eigentlich Jengis. Ja, muss ich suchen? Ja. Okay, dann gehe ich ins Haus. Was ich... Baby missbildete. Es ist ein missbildet, Junge. Du hast einfach Scheiße gebaut, Junge. Monte, meinst du, er holt mich hier direkt? Ja, ne? Eins, zwei, ja, das ist ein sehr offensichtliches Verständnis. Ja. Aber manchmal sind die offensichtlichen das Beste, weißt du? Das mag sein, ja. Ja, Junge, zählst du noch weiter? 15. Nein. Er hört mittendrin so auf, schläft so ein. Ja, dann komm mal. Er kann es gar nicht zählen. 20, so. Ich kann nicht zählen, genau. Boah, diese Stille, ne? Irgendwer hat gerade geschossen. Ja, das war Brox. Ich bin mit meinem Trigger auf mein gekommen. Okay, dich suche ich als letztes. Okay. Boah, Junge, ist das Nervenkitzel, Alter. Ist noch extremer als jeder Orgasmus, oder, Monte? Würdest du schon... Okay, warte mal. Würdest du sagen, dass ein Jagdgewehr-Headshot geiler ist als ein Orgasmus? Nee. Warum? Weiß nicht, was für ein Orgasmus du hast. Scheiße halt, Alter. Scheiße, was soll ich sagen? Wird mal auf jeden Fall mit Jody reden, Digga. Hey, Jengis, hör auf, die Häuser zu sprengen. Was für ein Orgasmus du hast. Oh mein Gott. Aber man darf sich nicht bewegen von seinem Versteck aus, ne? Nee. Also ist auf jeden Fall nah. Der große Bär im blauen Haus. Du. Oh. Hey, warte, stopp. Wir reden darüber, okay? Ja, du hast mich, Ja, das schlechteste Versteck. Ey, warum nimmst du meinen Loot, Digga? Ich muss dir doch helfen. Lass doch nicht. Du bist so dumm, dass du mich umbringst, Junge. Das ist alles meins. Die Ska, Junge. Die Ska gehört mir. Monte? Mann. Was war das für ein Versteck? Naja, wo war denn? Besser als deins, Digga. Kannst du mal meinen Loot liegen lassen? Ich muss dir jetzt helfen. Warte, ich nehme nur die Tränke. Brox! Okay. Broxy! Der ist gerade safe im Keller bei Josef und kaut irgendwo drauf. Revi hat gepetzt. Revi, findest du den hier eigentlich? Komm mal her, wo bist du? Komm mal hier, kennst du den hier, Revi? Das ist dein Lama. Nee. Aber? Also. Hast du den? Sag mal. Ist das so? Ey, ich hab das extra so gestellt, dass es dich nicht trifft. Ja, wahrscheinlich, Digga. Vor allem, ich hätte mich so easy wegbewegen können, aber ich hab einfach nur reingeguckt und dachte, ja, komm. Hey, ich baue jetzt dieses Haus dumme Haus ab. Hier ist dieser Haufen. Was? Was denn? Das ist ja... Was? Okay, Digga, okay. Monte? Ja? Geh mal kurz in die Mitte, du bist am Suchen, Digga. Ich soll suchen, ne? Ja. Komm mal her. Jengis, komm mal wieder ganz kurz zu mir, Ja, ich komm mal, warte. Wo bist du? Monte, sieh doch so. Monte, was machst du da? Ja, ein bisschen Langeweile. Ey, Mann! Direkt am Übersteuern.
Hä, lol? Ich hab doch gar nicht geschossen, Alter. Ja, ich wollte nur mal ein bisschen Respekt einflößen. Hey, ja, Monte. Monte, mach dich mal in die Mitte, Bruder. Mach dich mal in die Mitte. Ja, ich bin doch hier oben in der Mitte, Digga. Okay, wenn Jengis, ihr sie kaputt schießen würdet. Jengis, komm mit mir. Ja, aber Monte, du darfst nicht runter gucken, ne? Mach mal zu. Andere Richtung. Von außen. Was ist mit der Tür? Alter. Okay, schnell weg hier, hier spukt's. Okay. Lass mal anders hingehen. Sau gruselig. So, ich bin versteckt. Easy. Bin auch versteckt. Okay, bin ready. Okay, auf. Ja, wird auf jeden Fall hart werden, Digga. Also ich weiß, dass, glaube ich, einer bei mir in der Nähe ist. Ja, moin, meine Speicherkarte ist voll. Was sagt man dazu? Leute, den Rest der Folge gibt es leider ohne Facecam. An der Stelle muss man einfach mal sagen, danke dafür. Bleib mal stehen, Junge. Ja, ich muss dir doch helfen, du Affe, Alter! Bleib stehen jetzt! Wie er ihn unbedingt umbringen will! Okay, Brox? Ja? Wie schätzt du deinen Versteck auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, ich wurde gefunden! Oh, damn, Leute! Jetzt wird's ja kritisch! Okay, sagen? Nur noch Revi. Hide and Seek Champion. Ja, ja, wo ist der Revi? Jungs, nach wie vor, ihr habt mich nicht gefunden, ne? Der Revi-Sohn, Alter, wo ist er? Okay, Jenkins, wie stark war das? Wo war? War schon. Hättest du den Dino beim Dänerhaus im Busch? Hättest du den Dino-Skin? Wäre krass gewesen, hier, oder? Wäre krank Designerhaus. Not bad, huh? Leute, ja. Ich würde sagen, damit sind wir soweit durch. Ich denke mal im Gesamt, werde ich einfach gewonnen haben. Brox hat auf jeden Fall da deutlich heute verloren. Monte, abgeschlagen am dritten Platz. Jenkins zweiter. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sehen, das Ranking. Ja, moin. Hä, wer schießt denn? Baby. Ah, keine Munition mehr. Hey Jungs, nicht von zwei Seiten. Ja, ich hab keine Munition mehr. Ich hab kein Leben mehr. Ja, Monte hat sich dadurch selber organisiert. Danke dafür, mein Freund. Der gute alte Fallschaden, der größte Gegner. Ach so, lol. So, Leute, damit sind wir durch. Ich würde sagen, das war's mit dem wunderschönen Video. Schaut bei den Jungs vorbei. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.